Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde DBD mit der Sonntagslobby. Bevor das Video losgeht, kleiner Hinweis, ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch auf dem Discord anzumelden für das nächste Papo Community DBD Turnier, was am kommenden Samstag stattfinden wird. Deshalb seid schnell, holt euch 4 Mann, 4 Frauen oder so ran, damit ihr ein Fünferteam seid, 1 Killer, 4 Survivor. Regelwerk wird nochmal geupdatet. Würde mich natürlich sehr freuen. Geht also in den Discord in den folgenden Channel, meldet da euer Team an mit all den Namen und was an Informationen noch benötigt wird. Und jetzt viel Spaß bei einer weiteren Runde Hide and Seek zusammen mit der Sonntagslobby. Ich habe gesagt, ich wohne in einem Haus. Ja, mit deinen Eltern und so. Aber du hast wahrscheinlich deine eigene Etage, ne? Dein eigenes Haus hinten am Haus. Tatsächlich, ja. Also ich habe gestern Klörs Papa gesehen. Oh, okay. Und er hat übelst gerülpst. Und Klör kann nicht in seinen Magen atmen. Ja, das kann ich auch nicht. Er hat Corrupt Intervention, perfekt. Ich habe direkt einen Distortion Stack verloren. Das heißt, er hat, glaube ich, einen Lethal Pursuer gehabt. Oh, true. Tut mir leid. Ihr habt jetzt nicht Urban in ja, Passi, weil ja? Können wir vielleicht ein bisschen aggressiv rumrennen? Der Killer ist hier, Passi, weil ja, und der hat dich nicht gefunden, da kannst du aber so froh sein. Wir sneaken, Passi, weil oh mein Gott, der hat mich halt instant gefunden. Ja, Papo ist tot. Es läuft ja im Prinzip auf Folgendes hinaus, wenn man halt am Haken hängt, so, dann wird man halt nicht Warum ist er so schnell? What the fuck? Papa hat richtig Hoffnung, dass er jetzt richtig geiles neues YouTube-Video kriegt. Und er ist einfach nur 30 Sekunden Gast. Ich bin aber nur 30 Sekunden Gast in meinem eigenen Video. So eine Scheiße. Also ich sag mal so, wer jetzt keinen Distortion hatte, wurde eh schon gefunden. Ihr habt alle verloren. Ich habe keinen Distortion. Ich besitze das. Ich stand hinter Parzival und mich hat er deswegen nicht gesehen. Ich hab's bei Junge, 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 Junge. Wenn er kommt, hast du keinen Distortion, Dalu? Nee, ich hab Urban Invasion. Er kommt nicht, Ich sneak mich weg. Was? Warte, wir wollten aber nebenbei Jens Wie machen, richtig? Das? Was? Was war das? Ach du Scheiße, Mann, das ging ja richtig in die Hose. Der hat doch Warlock auf Bounce, oder nicht? Ja, nee, er hat er nicht, weil ich hab keinen Distortion Stack verloren. Aber es könnte durchaus sein, dass er versucht hat, mich zu schlagen. Das heißt, du gibst du, dass er dich eigentlich gefunden hat? Nö. Das ist nur ein Teil der Optionen, die vor gerade zur Verfügung stehen. Also mich hat er wieder hat verloren. Ja, mich auch. Dalu, soll ich dich kurz heilen? Ich bin am Eingang, siehst Spaß. Du mich? Spaß, ja, ich bist gerade mir vorbeigelaufen, ich halte dich nicht. Dann zeige ich, wo du bist, warte. Okay. Das ist ja nix. Das erinnert mich an letztes Mal. Aber woher weiß der das? Der hat auch hier, wenn er bounced, Wallhack bestimmt. Nein, ich hab Distortion. Ja, aber das geht doch. Funktioniert das mit Distortion? Das ist doch ein Addon. Distortion wird doch nicht gegen Addons getriggert. Junge, Lucky Break Iron Will rettet mir jetzt so den Arsch. Er hat keine Ahnung, wo ich bin. Ey, der Typ weiß exakt, wo man ist. Also die ganze Zeit, ich hab Distortion. Sein Warlock ist ein Aura-Reading. Es würde meinen Distortion triggern, wenn das hätte. Er hat's nicht. Hallo, Dalu. Und der weiß echt viel, der Typ. Nee. Liegt aber auch daran, dass wir einen Gen machen, der 80% ist und der sich die ganze Zeit denkt. Da muss einer sein. Hallo. Ja, wir müssen die Gens. Oh, Parzival ist im Chase. Wir müssen die Gens schon sneakiger machen, ne? Also so. Ja, aber manche stehen halt voll offen und so ein. Am besten auch mal die Gens auch in Räumen, wo er nicht hingeballert kommen kann. Ballert. Also, wir haben jetzt einen Gen gleich fertig. Ich baller. Junge, ich hab richtig geschwitzt direkt am Anfang. Kannst du mich trotzdem nehmen, du? Ich hätte mir andere Haare anziehen sollen. Ach du, komm, what the fuck? Der hat einfach gerade eine 180-Grad-Kurve gemacht in seinem ja, der weiß oh, Parzi! Parzi hat verloren. Das ist ja ein übelster Müll. Was war das, ja, 50 halt Sub gibt's dann alle, oder wie? Also, ja, 50 Jetzt hab ich rausgehört. Ihr habt halt auch alle Perks, ne? Und ich hab halt Schmutz. 1-0 für uns, Parzi. Hast du einen Distortion-Perk verloren? Prop verloren? Nee, kein Distortion weg. Hat kein Barbecue, der Typ. Ja, ja, schade, meine 4% haben auch nicht geholfen. Und er checkt die locker, Leute. Er checkt die locker, aber neben Jens mit Progress. Also er sucht. Er aber weiß, dass wir ein bisschen hier sind. Will er jetzt so tun, dass er keinen Warlock hat, oder was? Also er hat mich jetzt nicht gefunden gerade. Ich guck mal jetzt hier in den Schrank rein. Ey, Parzival, ich geb dir eine zweite Chance. Wofür? Nächste Runde, nachdem du dann gezahlt hast. Ich hätte dich geholt. Nö. Ich bin ein guter Mann. Was wolltest du die Regeln brechen, Papo? Bleib, mach den Rest, komm. Ja, er kommt gerade in die Mitte.
Oh, Junge. Urban Invasion ist so ein komisches Perk, aber es spielt sich so lustig. Also, wie schnell man ist, wenn man croucht. Nee. Ja, ich habe hier Dingens gespielt, womit du 10% schneller gehst. Statt Urban Invasion. War da einen von euch schon gefunden? Nee. Nicht nochmal jedenfalls. Also, ich höre ihn noch. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ich auch. Ich suche mal gerade einen Totem, wo ich Shadowstep installieren kann. Ich glaube, der hat einen Adrenalin-Weil, Freunde, übrigens. Weil der echt schnell ist in so ein Zeug. Der ist wirklich schnell, ne? Ja. Der rennt auch. Das ist super komisch. Der kann manchmal so sprinten. Das ist echt weird. Der spritzt sich auch manchmal was. Ich glaub, dann schlag mich doch! Oh nein. Oh nein, er hat keinen Lucky Break mehr. Damit ist er als zweites raus. Aber Clur würde ich nicht unterschätzen. Lucky Break. Das muss doch schon abgelaufen sein, oder nicht? Nein. Nee, du kannst dich ja wieder voll heilen und dann hast du es wieder. Weil echt? Also du hast in insgesamt 60 Sekunden. Ach so, ja. Okay, ja, okay. Wenn du mein Gott, dieser Typ hat kein Cooldown. Also, ich sag's, wie es ist. Ich sprech's gerade raus. Cheat. Der Typ hat 7 Charges. Und diese 7 Charges hat er in 7 Sekunden wieder. Aber irgendwie sind diese 7 Sekunden bei ihm eher 3,5. Und den wirst du nicht los. Der Typ weiß exakt, wo du bist. Und er weiß auch schon genau das, wo Dalo ist. Also der Typ weiß alles. Game Gun! Und hast du die 4% schon genommen? Er geht zu Claire zurück. Ich habe die 4% tatsächlich genommen, ja. Spiel hat nicht gegönnt. Ja, dann ist schwierig, ne? Ey, Papo. Ich werde Wiggins. Machst du noch Gens? Ich war gerade im Gen, er kam zu mir. Ja, er sitzt an einem Gen, du nicht. Er sitzt an einem Gegenstand. Es ist ein Objekt. Ich hab's auch fertig gemacht. 10 Euro, wenn mich runterholt. 10 Euro, 10 Euro. Ich komme. Ich hab Sprint. Ich komme. Ich brauch das Geld. Papo rennt halt wirklich sofort los. Ich lauf los. Oh mein Gott. Klar, das schaffe ich nicht mehr. Klar, es ist zu. No, ich hab die Skilltags gemacht. Ich hab alle gemacht. Hey, du hast zu spät Bescheid gegeben. Ich bin käuflich. Das darfst du nie vergessen. Oh, Dalu. Das sieht aber gar nicht gut aus. Er wusste es, Dalu. Jetzt ist die Frage. Wirst du auch noch geschnetzelt oder nicht? Ich hab Deliverance mit. Hab Parzi-Abgang. Hab ein Stack. Du hast Parzi nicht abgangen, oder? Doch, beim ersten Mal, der wurde ja dreimal aufgegangen. Dieser Killer hat sich in unserer Runde umbenannt. Wirklich? Jetzt? Ja. Der Killer heißt im Endscreen noch Tara, aber auf seinem Profilbild heißt er schon Roadhog. Davo, dankeschön für den. Also, er hat sich praktisch umbenannt. Während wer mit uns in der Runde ist, hat ein deutsches Profil. Das heißt, es ist irgendein Viewer. Ja, okay. Also genau weiß, wo wir sind. Weil er halt ein verdammter Viewer ist. Das würde auch erklären, warum er nicht genau wusste, wo ich bin, aber immer genau wusste, wo ich bin. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das habe ich genau so. Oh, wobei sein ganzes Profil ist auch, oder seine Profil ist relativ oft mit Cheater und sonst was voll. Ah. Aber vielleicht ist er auch nur einfach extrem gut. Exploiter, ne? Gross, ja. Hacker? Oh, der hat über mehrere Cheater. Oh, okay, nee, er ist doch ein Cheater. Er hat über mehrere Tage von mehreren Leuten einen Vorwurf Cheater bekommen. Und er hat auch nur 380 Stunden. Für einen Blight auf Treatment Theater ist der aber wirklich sehr allwissend, muss man sagen. Ja, aber er ist auch einfach besser, ne? Vielleicht ist er auch einfach besser. Stimmt, das ist richtig. Er ist einfach besser als wir. Das habe ich ganz vergessen. Seine normalen Chases zu wünschen übrig gelassen. Ja, natürlich, weil der halt, ne, dein Cheat gibt dir ja nicht gleich die Makro-Gameplay. Weißt du, was ich meine? Die Frage ist, kommt jetzt zu mir? Ja, aber sowas von Bau, der läuft, der sieht dich. Ja, der hat sich auf jeden Fall umbenannt. Der ist wirklich genau. Ja, Cheater-Vorwürfe schon. Und kann man leider als schwer beweisen. Aber Papo, hast du den Shadowstep überhaupt einmal gestellt? Nein, ich hab legit einfach kein Totem gefunden. Aber das heißt, wir haben alle nicht von deinem Shadowstep profitiert, was auch echt viel gebracht hätte. Ja, von meinem übrigens auch nicht. Also natürlich nochmal. Ja. Ey, Dalu, ich rette dich jetzt. Gibst du mir auch 10 Euro? Oh, Screencheck 1 verfehlt, komm, gib mir noch einen. Nein, ich will nicht. Du brichst die Regeln, Bro. Jetzt geht's los. Also wenn dieser Blight rein zufällig gerade zuhört,
es ist absolut okay, wenn du jetzt Babu killst. Es ist absolut in Ordnung. Es ist absolut in Ordnung. Ich gehe auch jetzt mal, ich guck mal Papo ein bisschen zu, einfach weil ich wissen will, was er so tut. Also ich will jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass er ein Rollhack oder ein Streamsniper ist. Junge. Du wirst den easy los. Ich schau dir zu dabei. Ich schau dir zu. Exakt, mit meinem kurzen Delay im Twitch. Ich glaube nicht. Damit ist Dalu der Gewinner! Gut gemacht, Dalu. Damit habe ich gewonnen. Ja, du bist aber, also ist nach wie vor, bist du der beste Spieler, ne? Ja, noch ist Papo und noch hat Papo ja Deliverance, da kommt ja immer runter. Stimmt. Also ich bin mir zu 90% sicher, er ist ein Cheater. Der hat 380 Stunden und will mir erzählen, dass er mit Blight auf Treatment Theater komplett haben geht. Mit 380 Stunden. Das ist einfach so unrealistisch. 4% gönnt leider nicht. Ja, ich hätte noch einen Slippery Meat nehmen sollen. Ich schon sehe, wie er in mich schifft. Der guckt sich nicht mehr um. Da ist doch ein Totem. Oh, das wird jetzt immer knapp. Okay. Oh, er hat mich aber getroffen. Das war ein wilder Curve. Schön abgeslidet an den Bänken. Vielleicht ist er auch einfach ESL-Profi, ne? Das kann natürlich auch sein. Ja. Ach, Mist. War knapp. Ach, Mist. Och, Mann, blöd, ey. Ja, Mistekacke, sag ich dazu. Mistekacke. So eine blöde Mistekacke. Das ist ja auch alle, die Skillchecks machen. Oh, das ist jetzt nicht so anstrengend. Oh, warte mal. War zuerst tot. Nein. Ja, aber so gesehen bin ich der du Gewinner, ne? Du hingst zuerst am Haken. Du hingst, ich hab dich gerettet. Ja, aber tot. Ja, gut. Aber ich halt länger aus. Ich gehe ja später in das Licht. Der Typ hat Predator, dass Spuren considerably genauer sind. Und Distressing und Shadowborn. Ja, der ist halt einfach der bessere Spieler. Ja, und er hat sich umbenannt. Extra für diese Runde. Das ist sehr nett von ihm. Ja, stimmt. Well, er hat sich wirklich umbenannt. Und schon seine Umbenenn-History gelöscht. Also er User has also played as. Er hat das schon gelöscht, seinen Namen. Oh lol. Ja, er hat das jetzt gerade gelöscht. Ja, also das heißt jetzt nicht mehr Tara. Das steht da jetzt. Jetzt steht tatsächlich nur noch Roadhog, wo hier noch Tara steht.